Und plötzlich bist du aber in der Kabine mit Neuer, Boateng, Müller, Lewandowski zu der Zeit. Wie ist das mit denen in der Kabine zu sein plötzlich? Das ist eine Fußballkabine. Also machen alle ihre dummen Witze. So. Jeder hat seine eigenen Macken, jeder ist auf seine eigene Art und Weise verrückt irgendwie. Und also klar, überhaupt das erste Mal reinzugehen, schüchtert extrem an, einfach weil du die Namen an der Wand siehst. Aber die Art und Weise, wie da miteinander umgegangen wird, dadurch, dass du merkst, okay, es ist einfach genau das Gleiche. Die sind nur einfach ein bisschen erfolgreicher und besser in dem, was sie machen.